Willkommen bei Bourbon News Deutschland. Ich bin Kai von Bourbon Diaries zusammen mit Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Wir sind hier für unsere März-Folge und heute geht es um Westland. Letzten Monat um Westward, also einen anderen großen Single Malt Hersteller in Amerika. Heute Westland, ebenfalls Single Malt. Weiteres dazu später. Und wie immer erstmal der Blick auf die neuen Abfüllungen in Deutschland. Ja, nicht ganz, ganz so viel wie manche Monate, aber haben etwas, was sehr, ich sag mal, exklusiv und teuer ist. Legend, Yamazaki, Cask Finish, 57% Alkohol für 218 plus Euro. So, Legend kennen wir ein bisschen schon. Das war diese sehr filigrane Geschichte, wo Fred Know, der Master Distiller von Beam, auch mit der Shinji Fukuyai, der Chief Blender von Suntory, zusammenkam und haben das entwickelt. Und hier der Kentucky Straight Bourbon reifte für mindestens 4 Jahre in frisch ausgekohlten Eichenfässern und wird anschließend zum Teil in Rotwein, Sherry und Ex-Yamazaki-Fässern nachgereift. Und diese Sonderausgabe ist ein Kentucky Straight Bourbon Whisky, der von Fred Know in Kentucky aus amerikanischem Getreide hergestellt wurde, normale Beam, Bushmills, und dann dieser Whisky reiste dann über den Pazifischen Ozean nach Japan, wo er in der Suntory Yamazaki Distillery, also der auch diesen Geburtsort damals hier von japanischem Whisky am Rande von Kyoto, nachreifte und dann wieder zusammen kombiniert, sagen sie, geblendet wurde zusammen. Und die Reifung erfolgte in sorgfältig ausgewählten Weinfässern, französische Eiche, Sherryfässern, spanische Eiche und Sherryfässern, in denen zuvor Yamazaki Single Malt japanische Whisky verwendet wurde. Ich habe doch die Flasche gekauft gestern. Also ich warte, dass sie morgen denn hier ankommt. Also das war etwas, wo ich lange damit mir gerungen habe. Denn 200 plus Euro war eine ganze Menge Geld für ein No-Age-Statement. Ja, sehe ich auch so. Ich gehe davon aus, du teilst die dann, die Flasche? Ja. Ja, dann kann man es machen, aber so halt nur so, naja, da ist schon ein bisschen preislich hoch angesetzt. Genau, ja. Denn der normale Legend ist da 40, 45 Euro, ja? Ja, genau. Aber genau, nicht 57% Alkohol. Ja. Genau, und dann gehen wir nach Tennessee. Jack Daniels arbeitet ja in der Formel 1 zusammen mit McLaren. Ich bin wirklich nicht sehr tief drin in der Formel 1, muss ich dazu sagen. McLaren, jawohl. Ich ein bisschen mehr durch meine... Ja, bist du? Ja. Doch, okay. Ich schaue Montagmorgen immer die Zusammenfassung. Okay. Meine Jungs stehen um 4 Uhr morgens auf und schauen es live. So. Okay. Für mich ist das ein bisschen ein theoretischeres Wissen. Also mitbekommen, dass die zusammenarbeiten, habe ich auch. Aber jetzt ist dann auch etwas... hier erschienen, was das so würdigt, könnte man sagen. Es ist quasi der normale Jack Daniels Old Number 7 mit 40%, aber eben in der McLaren Edition, die ist dann optisch angepasst daran. Und wie gesagt, es ist quasi der normale, aber für Fans von McLaren oder generell Rennsport ist das dann vor allem gedacht. Einen gewissen Preisaufschlag gibt es dann auch für 28,90 das Ganze, ja. Gut, also ich bin da raus dann halt, ne? Wie gesagt, mich bewegt das nicht. Du bist auch nur von Verpackung, ja? Da steht sogar in der Pressemitteilung, der Whisky ist der beliebte Jack Daniels Old Number 7, was man so kennt. Nur die Verpackung ist anders. Ja, wobei ich habe tatsächlich irgendwo in einer Facebook-Gruppe was gelesen, wo den jemand verkostet hat und dann meinte, oh, ist der gut, aber wahrscheinlich wusste der nicht, dass das der normal ist. Nichts gegen Old Number 7, das ist alles in Ordnung, aber das kann sein, dass Kopfkino losgeht, wenn jemand denkt, dass es was anderes, ne? Das halt beeinflusst ist. Kennen wir ja alle so ein bisschen, ne? Dass der Kopf manchmal mitspielt beim Tasting. So, aber kommen wir zu etwas anderem von Jack Daniels, was definitiv was Neues und anderes ist, nämlich der Bonded Rye. Wir hatten ja, ich glaube, es war 2022, die Sache mit Bonded Triple Mash und dem Bonded Tennessee Whiskey. Das ist jetzt der dritte im Bunde quasi, Bonded Rye. Wie immer bei Jack Daniels, die Rye Mash bei 70% Roggen, 18% Mais, 12% gemälzte Gerste. Und klar, die Bottled-in-Bond-Regeln sind hier natürlich eingehalten.
Und auch ganz interessant, Lincoln County Prozess, wie man es immer hat bei Jack Daniels, aber es ist die Schichten aus dieser Ahornholzkohle sind ein bisschen dünner. Also beim normalen Tennessee Whiskey sind die circa 3 Meter dick und hier sind sie 90 Zentimeter dick. Man ist bei Jack Daniels der Ansicht, dass bei Rye der Lincoln County Einfluss ein bisschen geringer gehalten werden sollte. War mir übrigens neu. Ich habe das jetzt für die Recherche, für unser Video zu dem wirklich erst erfahren, dass sie das beim Ryder anders machen. Wusstest du das schon lange, dass sie das anders machen? Nee, das wusste ich auch nicht. Da habe ich auch gedacht, Mensch, war das ein Tippfehler denn da? Da habe ich auch geschaut und merkte, stimmt, das ist wirklich wahr. Ja, genau. Ja, ist schon ab 26,90 zu haben, in manchen Shops so um die 30. Soll heißen, wir liegen so beim amerikanischen UVP ungefähr auch. Und laut Master Distiller Chris Fletcher 7 Jahre alt. Das kann man seinen Aussagen entnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn probiert. Ich finde, das ist eine schöne Sache und auch gerade zu dem Preis. Ich meine, Jack Daniels Rye ist eigentlich immer ganz gut. Ne? Ja. Und hier, tolle Sache. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wirklich schön, dass der jetzt da ist. Genau. Denn der Jack Daniels Single Barrel Rye ist, glaube ich, nur 45%, oder? Ja. So. Ja. Von daher haben wir ein paar mehr Umdrehungen für einen günstigeren Preis. Was will man noch mehr? Ja. So. Ja, das ist toll. Also. Gut, vom Rossville Union haben wir dann zwei neue Straight Rye Whiskys. Eine ist 5 Jahre alt mit 47% für knapp 40 Euro. Was denn hier gemacht wurde bei Squibb & Ross Distilleries? Man haben den zwei verschiedene Mash Bills, 95% Roggen mit 5% gemälzte Gerste, was wir kennen, mit einer 51% Roggen, 45% Mais und 4% gemälzte Gerste kombinierte sie. Und das ist schön, also 5 Jahre gereift und ich habe die Flasche hier, irgendwann kommt ein Video dazu. Ich habe auch heute erst angefangen, Samples und Bilder davon rauszuschicken. Und es gibt auch von denen ein 7 Jahre alte Barrel Proof. Dieses mit 58,5%. Kostet allerdings 80 Euro. Das ist irgendwie für mich der Standardpreis. Rye, Fassstärke, 80 Euro ist häufig der Preis jetzt hier. Identische Zusammensetzung der 95,5 und auch der 51% Roggen zusammen. Und wer unser Podcast nochmal von unserer Ross & Squibb Distillery kennt, weiß, dass schon um 1847 die Gründungsväter in Indiana da tatsächlich dieses Roggen-Hauptstadt der Welt denn dort tatsächlich gelegt wurde. Und beinahe jetzt hier haben die über 2 Jahrhunderte hinweg die Masterbrenner und die Blender aus Lawrenceburg, Indiana, denn dort tatsächlich ihre Mashbills denn dort rausgebracht. Heute ist es Ian Steersman und sein Team, die dieses Tradition fortfahren. Und wenn alles gut geht, im August bin ich da. Also ich freue mich, dass ich dann hoffentlich MGP endlich besuchen kann. Ja, ich muss gerade nachdenken, 80 Euro Standardpreis so für sowas, ja, sehe ich auch so. Aber ich muss gerade denken an den Templeton Rye Cask Strength, der auch ungefähr diese Alkoholstärke hat. Den das ist ein Schnapper, nicht weitererzählen. ich habe ihn gerade neulich mal wieder gekauft, nämlich gerade vorgestern. Genau. 55 Euro, glaube ich, oder? Weniger. Vielleicht hast du sogar weniger, ich glaube, ich damals 55 bezahlt. Ja, noch, also, es war weniger, ja. Genau, also das ist wirklich sehr gute Preis-Leistung dann da. Ja, geniale Preis-Leistung. Ja, kommen wir mal zu vielleicht nicht ganz so guter Preis-Leistung beim nächsten, weiß ich nicht, ich habe ihn nicht probiert, aber Böser Kater nennt er sich, Böser Kater Bourbon Whisky, 40% Alkohol, im halben Liter wird er verkauft für 35,90. Ich habe ihn hier und da auch für so paar Euro weniger gesehen, aber um die 35 Euro liegen wir da für einen halben Liter. Ja, man weiß wenig darüber, einfach nur, dass man weiß gar nichts darüber, komm. Er hat 40% Alkohol, das weiß man. Ja, genau. Sonst weiß man gar nichts darüber, ja. Halt, außer, dass es ein Bourbon ist und er den Bourbon-Regeln da folgen muss. Ich glaube, straight ist er auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. ganz interessant, so in der Theorie, das ist irgendwie so eine deutsche Obstbrennerei, die den abfüllt, ne?
Ja, Und was habe ich hier? Ich werde auch ein Video dazu machen, was ganz cool war. Die haben mich über Instagram gleich kontaktiert, weil ich Ach eine so. Flaschenteilung damit gemacht habe. Ja. Und jemand, der meine Flaschenteilung mitgemacht hat, hat als erstes gesagt: Hey, guck mal, die haben gleich das wieder kontaktiert. Und dann kam es da zusammen, wo ich dachte: Okay, wow, also das ist eine kleine Community. Aber Ja. joa, ich werde irgendwann das hier verkosten und meinen Senf dazu geben. Das ist die Edelobstbrennerei Schleihauf GmbH in Eppingen in 75031. Und der Geschäftsführer ist ein Adrian Klausing. Nur falls in Impressum steht das da drin von Böse Kater. Viel Ja, Marketing. wir wurden auch angeschrieben, nicht von denen, nur von halt irgendjemandem, der halt uns darauf aufmerksam machte und dann so fragte, na, wollt ihr den nicht mal probieren und dann versuchen rauszuschmecken, wo er vielleicht herkommt. Also so ein bisschen so, ne? Falls er wünscht, kann ich dir noch ein Sample auf Sensei hinschicken. Dann kannst du ihm Ja, Rolf einfach mal das mal. Ich habe die das. Flasche hier und es wurde nur ganz wenig durch meine Flaschenteilung weggegangen ist. Okay, ja, das nehme ich sehr gerne in Anspruch. Aber was ich interessant finde, böser Kater, klar, das Wortspiel fällt jedem auf. Die haben ja auch irgendwie ganz viel andere Sachen, Rum und Gin und was weiß ich nicht alles. Und die setzen sich wirklich ein für Katzen, also für Ja, genau. Straßenkatzen, unterstützen irgendwelche Vereine, die halt sich für Straßenkatzen einsetzen. Und soweit ich weiß, geht da irgendwie ein kleiner Betrag von jeder Ja. gekauften Flasche dann auch dahin. Also das fand ich dann ganz unterhaltsam und ganz schön irgendwie. Genau. Ja. Doch, doch, das ist immerhin etwas, oder? Ja, So. genau. So. Gut. Ja, das waren die Neuerscheinungen in Deutschland diesen Monat. Und wie immer kommt jetzt ein kleiner Werbebeitrag, bevor wir zu unserem Hauptthema des Monats kommen, Westland Distillery. New Riff Bourbon und Rye. Das ist etwas, was man wirklich probiert haben muss. Unser Standard Bourbon Mashbill, 65% Mais, 30% Roggen, 5% gemälzte Gerste, ein High Rye Bourbon. Der normale Bottle and Bond mit 50% kostet 62 €. Der Standard Rye Mashbill, 95% Roggen, 5% gemälzte Roggen, hat einen Standardpreis von ca. 67 €. Es gibt von New Riff Kentucky Single Barrel Bourbon mittlerweile schon 7 verschiedene Single Barrel Bourbons Deutschland. Preis von ca. 72 €. Sage und schreibe 9 verschiedene Single Barrel Ryes in Deutschland. Da haben wir einen Preis von ca. 77 €. Bitte deinen gut sortierten Fachhandel fragen, ob sie auch bald New Riff Bourbon und Rye führen können. Kommen wir zum Thema des Monats, nämlich die Westland Distillery. Wir sind in Washington State unterwegs. Und ja, erstmal ein Blick auf die Gründung. Also die Westland Distillery wurde 2010 in Seattle gegründet. Und zwar von Matt Hoffman und Emerson Lamb, die sich dafür zusammenschlossen. Und Matt Hoffman hatte zuvor die Harriet Watt University in Edinburgh besucht. Und soweit ich weiß, ist das auch ein Begriff in der Die Whisky-Welt. Nummer Ne? 1 Distillationsschule möglicherweise der Welt. Wenn du in Ja. schottische Whisky, sogar in Irish Whisky was werden willst, dort gehst du hin, um das zu lernen. Ja, also absolut die Oberelite-Liga für Distillationskunst. Also diesen beeindruckenden Background hat er für die ganze Sache. Und dann 2 Jahre nach Gründung, 2012, zog die Distillerie dann um in ihr aktuelles Zuhause, nämlich nach Sodo. Das heißt South of Downtown. Das ist so ein Spitzname für diese Region da in Seattle. Und ja, das ist so eine etwas alternative Gegend. Soweit ich weiß, in der Nachbarschaft, da ist viel entstanden in der Zeit, also aufstrebende Brauereien und auch Cannabisläden und sowas. Und das Gebäude, in dem sie sind, war zuvor eine Kranfabrik und das haben sie dann innerhalb von 18 Monaten umgebaut in diese Whisky-Industrieanlage, die es jetzt ist. Ja. Fun Fact: Westland ist nach Stranahan's in Denver, Colorado, die zweite amerikanische Brennerei, die sich ausschließlich
um die Herstellung von Single Malt widmet. Westland ist immer bestrebt, denn da sein Whisky Terroir zu verleihen, indem es dann wirklich lokale Ressourcen benutzt, wie Gerste, Getreide, Eichenholz, wie Gerianer kommen wir dazu. Und Westland ist eine der ganz wenigen Brennereien, die B Corp certified ist. Das wäre Bruichladdich, Buffalo Trace und Westland, von dem ich jetzt momentan das weiß. Ich erinnere mich an einen Podcast, das wird so ungefähr ein Jahr her gewesen sein, wo ich dich gefragt habe, was Terroir heißt. Inzwischen weiß ich das, glaube ich dann, oder ich erinnere mich daran. Das ist so, naja, es ist schwer, so ein deutsches Wort dafür zu finden, aber es ist so dieser Region, die man dann in diesem Wein zum Beispiel, es kommt ja wohl viel vom Wein, drin genau. Hat, ne? So, dass man so einen Regionenbezug hat, ja. eine schmeckbare Region vielleicht sogar. Ja. Ne? Ja. Korrekt. Gut, dann nochmal auf den Begriff zurück. Bravo, bravo, gut gemacht, Kai. Ja, wie gesagt, wir sind da in Washington State unterwegs. Und Washington und auch das Skagit Valley in Washington sind bekannt dafür, dass sie eine der fruchtbarsten Bödenregionen der Erde so sind und sich sehr gut für den Anbau von Gerste eignen, was ja nicht überall in Amerika der Fall ist. Nee. Also, ne, zurück zur Story von Bourbon und Rye und so, ne? Das ist ja, nicht, ja. Unter anderem der Grund, dass wir Bourbon und Rye haben, dass das nicht überall gut wächst, ne? Genau. Ich bin zufrieden. Ich bin froh, dass das so ist. Ich mag Bourbon und Rye sehr. Aber ja, gut. Ne? Also hier wächst Gerste sehr gut. Und ja, es wird auch, also Westland bezieht dann viel Gerstenmalz auch aus der Region. Viel von Great Western Malting aus Vancouver. Jetzt denken viele, was? Vancouver? Das ist doch woanders. Nein, es ist ein anderes Vancouver. Es ist hier Vancouver in Washington State. Mhm. Und das ist eine der führenden Melzereien in den USA. Eine andere, die da zu nennen ist, ist noch Skagit Valley Malting, eine handwerkliche Melzerei dort nördlich von Seattle, die viel mit sehr speziellen und alten Gerstensorten arbeitet. Und generell sehr lokal, also ein Großteil der Gerste wird eben aus dem Bundesstaat Washington hier bezogen. Und einiges wird aber auch von britischen Unternehmen geholt, also von Bards sagen wir da. Bards, ja. Bards, okay, in Großbritannien bin ich nicht so unterwegs. Bards und Thomas Fawcett and Sons. Und die liefern da einige der sogenannten Spezialmalze, die auch, wie wir dann noch später sehen werden, heute, wenn wir da über die verschiedenen Abfüllungen sprechen, Spezialmalze, die da in den Rezepturen von den verschiedenen Westland Whiskys verwendet werden. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist ein Spezialmalz? Ich glaube auf Englisch Specialty Malt, richtig? Ne? Ja. Korrekt. Specialty Malt, also Spezialmalz. Das kennt man sicherlich ganz gut, wenn man so beim Bier unterwegs ist. Wir haben ja verschiedene Biere, die verschieden hergestellt werden und also sehr verschieden dann im Endprodukt sind. Ne? Also ein Porter schmeckt anders als ein Pilsener, ja, und Oktoberfestbier, ja, und sowas, ne? Klar. Und wir haben da natürlich zum einen die verschiedenen Malzsorten selbst, aber natürlich auch die unterschiedlichen Röstgrade, die Melzungs- und die Röstgrade, die da Einfluss nehmen. Und ich glaube auch, wenn man da vorwiegend bei amerikanischem Whisky unterwegs ist, kennt man das schon so ein bisschen. Also wir haben ja schon gehört von Chocolate Malted, ne? Mhm. Also sowas wie Balcones Rye und sowas, Chocolate Malted Rye, dass diese Melzgrade da verschiedene Geschmacksrichtungen erzeugen in dem Gerstenmalz. Und hier die Bierszene da in der Region in Amerika ist ja auch relativ ausgeprägt und entsprechend hat sich das alles da ausgebildet und auch jetzt die amerikanische Single Malt Tradition ist vielleicht zu viel gesagt, aber die neu entstehende Richtung knüpft ja daran an. Genau, wir reden über eine Brennerei, die 2010 gegründet wurde. Ja, genau. Also ja. Das ist knapp 14 Jahre nun her und ja, gut.
Es gibt Melzereien im Bundesstaat Washington, die ihr lokales Getreide melzen können. Für alle ihre getorfte Abfüllung wird stark getorfte Malz verwendet, die häufig dann dort von der Bards Malting in Inverness aus Schottland kommt. Und das Unternehmen jetzt hier, wir haben hier bei Westland, die haben eine Walzmühle, genau, nicht eine Hammermühle, sondern Walzmühle denn da, die alle Mahlvorgänge vor Ort erledigen können, sodass die Körner gemalt werden. Und dann werden sie in eine 5000 Liter fassende Maischebottich aus rostfreien Stahl, Edelstahl umgefüllt. Es können etwa 2 Maischen pro Tag durchgefährden, da dieses Sugary Wort, also diese Zuckerwürze eigentlich, wenn wir vom Bier kommen, werden dann in eine von der 15.000 Liter Gärbehältern, auch Washbacks genannt, dann dort umgefüllt. Und bei diesem Produktionszyklus werden in der Regel ca. 2,5 Tonnen Gerste pro Tag verarbeitet. Und für die Gärung wird eine belgische Bierhefe verwendet, die in der Regel für saisonales Bier eingesetzt wird. Also meistens benutzt man Distillers-Hefe denn dort in Schottland, aber hier haben wir eine belgische Bierhefe. Die Gärung an sich dauert in der Regel zwischen 4 bis 6 Tagen. Kommt darauf an, ob der Sonntag dazwischen ist. Die gesamte Ausrüstung für diese Maischen gären aus rostfreien Stahl stammt von einer Firma, denn dort aus der Region Newlands. Allerdings, die beiden Brennblasen kommen aus Kentucky von Vendome. Es gibt ein Wash Still und ein Spirit Still, wie wir das so kennen, auch aus Pot Still erfahren in Schottland und so weiter. Und bei beiden diesen Apparaten ist es eine Hybridlösung mit eine Kolonne obendrauf gesetzt. Ja, die Platten werden nur für den Wash Still an Ort und Stelle denn dort belassen. Ansonsten findet da einfach keine Reflex, also keine zweite oder dritte oder Kolonnendestillation statt. Wash Still hat ein Verfassungsvermögen von 7560 Liter und der Spirit Still war halt eben weniger, auch denn da sein muss, weil wir schon ein bisschen das getrennt hatten, 5670 Liter. Kommen wir zu den Fässern. Bei recht neu gegründeten Destillerien ist es ja nicht selten, dass kleine Fässer verwendet werden. Das macht Westland nicht. Also sie nutzen die Standard großen Fässer für die Reifung, ausnahmslos. Diese stammen von der Independent Stave Company, also auch eine Größe in Amerika, über die wir hier, glaube ich, auch schon in einigen Folgen inzwischen gesprochen haben. So am Rande jedenfalls. Und die Fassreifung und Abfüllung erfolgt vorwiegend in Hokiam, Washington. Das ist eine Stadt, die ungefähr 2 Stunden südlich der Brennerei liegt am Pazifischen Ozean. Und dort ist einiges speziell. Also wir haben dann eine sehr feuchte Luft vom Pazifischen Ozean eine recht konstante Temperatur auch. Also wir liegen immer bei 10 bis 14 Grad das ganze Jahr über. Das Ganze resultiert in einem Angel Share von etwa 2%. Okay. Und Fässer, also die haben viele Fässer. Die verwenden aktuell über 40 verschiedene Fassarten. Sherry, Portwein, Ex-Bourbon, klar, frische, ausgebrannte amerikanische Eiche auch. Und Garianer ganz besonders, darüber sprechen wir jetzt gleich noch etwas mehr. Genau. So, kommen wir nun zu das, was der Whisky bei Westland ein bisschen besonders da machen kann, ist denn, dass sie mit Torf arbeiten und die arbeiten mit dieser sogenannten Garianer Eiche. So, wenn wir in den Vereinigten Staaten Torf haben wollen, das kommt hauptsächlich dann dort aus der Port Ellen Melzerei auf Isle oder aus den schottischen Highlands, meistens Glen Elsk. Seit vielen Jahren wollen Leute in Amerika tatsächlich amerikanische getorfte Whisky haben mit der Torf aus Amerika. Nun, das ist sehr, sehr schwierig, denn die meisten amerikanischen Torfmoore und diese Feuchtgebiete sind unter der Kontrolle der Regierung und staatlichen Parks gestellt. Und das heißt, man darf nichts abbauen. So, nun in Washington und auch in diesen Küstenregionen gibt es haufenweise schöne Torfmoore. Wir wissen alle, der hoffentlich, die sich ein bisschen mit Single Malt Scotch auseinandergesetzt hat, der Geschmack der Whisky wird sehr stark von der Geschmack des Torfes abhängig. Und da ist die Frage, ist es mehr Heidekraut, ist es mehr Seetang, ist es mehr dann hier Tannenwald gewesen und so weiter. Es sind sehr, sehr viele Sachen. Und was wir haben hier ist, nach der Angaben vom Westland, ist der Gebiet, wo sie ihren Torf stechen könnten,
wo sie es geerntet haben, ist da Zedern, Krabbenapfel, also Crab Apples, so ein bisschen so diese kleinen Apfeln, und Labrador-Tee, Lavendelmomente, ein bisschen Rosmarin und Heidekraut dabei. Also sehr, sehr kräutrig haben sie denn da bei Westland. Ja, und ja, wir alle wissen, was Torf geschmacklich macht. Ich, gut ich oder schlecht, nicht. Wie auch immer. Genau, aber gut. Ja, entsprechend ist Westland sehr hinterher, den Zugang zu den Torfmooren sich erschließen zu können. Und ebenfalls, aber du hast es da eben schon angesprochen, diese Garianna-Eiche, Quercus Garianna, Fachname, das ist eine Eichenart, die es früher sehr viel gab, von Nordkalifornien bis British Columbia in dieser Region dort. Heute aber nicht mehr so viel, also es gilt als eine gefährdete Eichenart. Und Westland hat viel unternommen so in letzter Zeit, um da mehr anzupflanzen. Also wir haben eine Beispielangabe von 2017, also in dem Jahr haben sie 250 neue Garianna-Eichenbäume, auch Gary Oak, so etwas verniedlicht genannt, gepflanzt. Und wir werden es ja gleich noch sehen, wenn wir über die Produkte sprechen. Diese Eichenfässer von der Garianna-Eiche verwenden sie ja auch. Und gleichzeitig sorgen sie dafür, dass mehr davon dann wieder angebaut wird und dass die etwas mehr wieder, also dass sie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie nicht mehr bedroht ist dann, aber dass sie eben wieder. Nee, leider nicht. Ja, genau, ja. Aber dass sie eben ein bisschen mehr dann wieder gepflanzt wird. Als ich 2016 anfing, meinen YouTube-Channel zu machen, war Westland schon in Europa. Also Limousin de Whisky aus Paris hat schon die ersten Produkte rübergebracht. Das waren damals American Oak, Sherrywood und Peated. Das wurden dann hier in den Vereinigten Staaten am Frühjahr 2021 eingestellt. Man findet immer noch Restflaschen davon in vielen deutschen Shops. Also das ist gut und schlecht. Jetzt gibt es die folgenden Produkte dann vom Westland offiziell. Es gibt den Westland American Single Malt Whisky. Der wird gemacht aus, und jetzt haben wir unsere verschiedenen Gerstensorten. Washington Select, also ausgewählte Washington Pale Malt. Pale Malt ist eine der hellsten gerösteten Momente dann dabei, gemälzte Gerste. Dann haben wir unseren Munich Malt. Der wird länger gerüstet, der ist ein bisschen dunkler. Dann haben wir unser Extra Special Malt. Und dann haben wir obendrauf unser Pale Chocolate Malt. Und obendrauf haben wir ein Brown Malt. Und dann am Ende kommt noch von Bards der Heavily Peated Malt dazu. Was ich nicht hatte, war die Verhältnisse denn da. Ob es denn, das sind sechs verschiedene Sachen, jeweils 12% oder nur ein kleines bisschen, das habe ich leider nicht. Momentan ist der Minimum für die Reifung 3 Jahre, 4 Monate. Und es wird dort tatsächlich mit 46% abgefüllt. Wenn das nicht genug Verwirrung gibt, die benutzen auch verschiedene Fässern für ihre Westland American Single Malt Whisky, nämlich Cooper's Reserve, das ist vom International Safe Company, New American Oak, wie auch Used American Oak, das heißt benutzte Virgin Oak und First and Second Fill. Die haben First Fill Bourbon Fässern, die haben First Fill Oloroso Hogsheads und Butts. Hogsheads 250 Liter, Butts 500 Liter und die haben Second Fill Ex Oloroso Hogsheads und Butts, was sie benutzen. Also das ist alleine jetzt, hier haben sie 7 verschiedene Fässer, die da reinkommen, um dieses Whisky zu machen mit ihren 6 verschiedenen Getreidesorten. Ja. Sehr bunte easy. Bunte Mischung. Ja. Ja, dann die Garianna Edition 8, wie eben gesagt, ne, mit der mit den Virgin Quercus Garianna Fässern, also frische Garianna Eichenfässer. Und dann Pedro Jiménez, also Sherry Fässer. Bud, genau gesagt, du hast ja eben die Größen da erklärt. 500 Liter. Genau, ja. Dann ein Ex-Weinfass, genau gesagt, ein
ja, ein Fass, in dem vorher ein Rotwein aus Washington State lagerte, also ein Syrah und ein Cabernet Sauvignon, ganz genau gesagt, mhm. und dann noch ein First Fill Ex-Bourbon-Fass. Also auch hier wieder ziemlich viele verschiedene Fässer, mhm. die dazu beitragen. Mindestlagerzeit 4 Jahre. Und auch hier wieder verschiedene Malzsorten, Golden Promise Malt, Washington Select Pale Ale, Munich Malt, wie eben schon gehört auch, ne? Und Extra Special Malt, Pale Chocolate Malt und Brown Malt, abgefüllt mit 50% Alkoholgehalt und auf eine Flaschenzahl limitiert von 7.380 Flaschen. Genau, für die ganze Welt jetzt hier, für die Garyana, das ist die 8. Batch denn davon, also von daher ist interessant. Golden Promise ist eine alte Getreidesorte, was man früher 70er, 80er Jahre in Schottland angebaut hat. Und die baut es wieder an, weil es sehr gutes Geschmackmomente hat denn dort. So, dann gehen wir hier rüber zu unserer interessanten Geschichte jetzt hier. Das ist eine, jedes Jahr gibt es eine andere Gerstesorte, sie in Arm abfüllen. Und dieses Mal war Edition Nummer 3 von der Collier. Das war der Single Malt und da war jetzt hier haben wir genau 41 Monate, also 3 Jahre, 5 Monate. Und die haben Pilot Pale Malt benutzt. Kannte ich vorher auch nicht, Pilot Pale. Und die benutzen verschiedene Fässern. Refill, was sie schon hatten von Westland, das heißt, sie verwenden die wieder. Second Fill, Cooper's Choice, das ist ein Heavy Toast, Light Char. Und die haben Second Fill, Cooper's Select, Light Toast, Heavy Char. Und dann benutzen sie, das ist 93% sind dieses zweitbefüllte, man würde sagen, denn dort in Schottland, First Fill Bourbon Fässern, aber es waren keine Bourbon Fässern, das ist jetzt Second Fill praktisch Malt Fässern. Und die haben 7% Refill Sherry, also auch zweite Fill jetzt hier Oloroso Hogshead. So, der Pilot Gerste ist eine zweireihige Gerstesorte und deren Abstammung geht zurück auf die Getreidezüchter in der Vereinigten Königreich. Und er hat besondere tolle Eigenschaften wegen Nährboden, also Feld. Und auch denn da hat eine Kräutertee-Note. Gibt es denn da weiter? Ja, ich glaube, wir haben noch nie so viel über verschiedene Getreide und Fässer gesprochen wie heute in der Folge. Number two, Den Korn. Komm, das ist, was wir haben. Ja? Manchmal haben wir ein bisschen über die drei Roggensorten hier gesprochen. Ja. Ach, du, wenn du zu Balkonis gehst, hast du Baby Blue, hast du Butcher, Bloody Butcher. Man hat so verschiedene Sorten. Ja, aber das in einem Whisky, so viele. Konzentration, ja. Genau, das meine ich. Gut, und dann haben wir noch Solum Edition 2. Da haben wir auch die Cooper's Reserve New American Oak Fässer zu 43%, dann Cooper's Select New American Oak zu 14% und First Fill Ex-Bourbon. Auch zu 43%. Jetzt bin ich gerade noch mal kurz am Überlegen. Ja, okay, das geht wohl auf, genau. Ja. Und das Interessante ist, die Bourbonfässer mussten sie einkaufen. Ja, also das heißt, ja, die haben Fässer ja keine. Aus Kentucky und bringen sie nach Washington, genau wie die Leute in Schottland das machen. Ja. Genau. Ja. Und mindestens 4 Jahre, 5 Monate alt. Das Getreide ist das Skagit Valley Malting, Peated Malt, Skagit Valley Malting, das ist die Firma, und dann Peated Malt, also getorfter Malz, und mit 50% Alkohol abgefüllt. Ja. Genau, das zweite Mal überhaupt, dass dann Westland eigene Torf aus der eigenen Region benutzt hat. Ja. Und auch da war ein Grund, warum sie da auch ein bisschen umgestellt haben. Das Solum ist im Grunde, meines Wissens nach, immer Washington Torf, der benutzt wird, auch mit Washington Gerstes. Und von daher, das ist beinahe erstmalig in den USA. Dann noch ein bisschen was zu den aktuellen Besitzverhältnissen. Vor einigen Jahren, genau gesagt 2017, hat Rémy Cointreau, eine internationale Spirituosenmarke, die für mich vor allem für den Orangenlikör Cointreau bekannt ist, für den Namensgebenden. Für mich Bruichladdich auf Eile. Ja. Da sieht man ein bisschen, du bist ein bisschen mehr beim schottischen Whisky unterwegs. Ich strecke meine Fühler tendenziell auch hin und wieder mehr zu Cocktails auch aus, genau. Und ja, die haben eben Westland übernommen. Und genau, Bruichladdich hast du ja schon erwähnt, die gehören auch
denen. Und ja, sie sagen oder haben wahrscheinlich bei Übernahme dann übernommen, dass sie da hier das Beste aus der Vergangenheit bewahren wollen und dann für die Zukunft dann auch noch Schönes planen. Ja, ja, mal sehen. Wir sind ja schon ein bisschen in der Zukunft von dort aus gesehen, ne? 2017. Ja, ich hätte mehr Kooperation erwartet, ganz ehrlich. Ich weiß, dass die jeweilige, ein paar Mitarbeiter haben die jeweilige Brennerei gemeinsam besucht schon. Aber ich hätte auch erwartet, dass es dann wie Star Wars in Lagavulin eine gemeinsame Abfüllung gibt oder irgendetwas. Ja. Aber noch nicht, noch nicht. Kommt noch vielleicht. Ja. Oder irgendwas mit Fässern und so, ne? Ja, gut. Genau, aber die benutzen auch gebrauchte Fässer. So, ja. Von daher wirst du wirklich ein gebrauchtes Fass von Washington nach Schottland oder von Schottland wieder zurück. Es würde mich nicht wundern, wenn sie es machen, aber. Ja, gut, wer weiß. Wer weiß, vielleicht gab es schon ein paar Single Casks, wovon ich nichts mitbekommen habe hier in Europa. So. Ja. Gut, das war das zu Westland. Wir haben alles gut hingekriegt und nie mit Westworld verwechselt. Nee, ich bin stolz. Genau, danke schön, danke schön. Ich glaube, wir werden dieses Jahr uns weniger mit Single Mode beschäftigen. Wir haben 3 Folgen hintereinander zu Thema Single Mode in Amerika gehabt. Einmal überhaupt diese Thematik, einmal Westworld, einmal Westland. Wir machen kleine Pause, was das angeht. Genau. Wir kehren zurück zu Bourbon Scotch. Bourbon Rye, sorry, das war ein freudisches. Genau, ja, aber gut, wir haben das jetzt gut stringent durchgezogen, ne? Also an einem Stück. Hat mir auch geholfen. Ja. Finde ich auch gut. Ja, aber du hast es gerade gesagt, wir kehren zurück zu Bourbon und somit kehren wir jetzt auch direkt zurück, nämlich zu den Neuerscheinungen in Amerika. Wie immer, es gibt so vieles, was ich auswählen könnte. Ich habe einfach 4 Sachen jetzt hier einfach mal rausgeholt, die ich für besonders interessant fand. Nämlich das erste ist Hard Truth, hat ein 4-Grain-Bourbon auf den Markt gebracht, Bourbon 50%. $60. Warum erwähne ich das? So, erstens, ich werde sie im Sommer besuchen, jetzt im August, Hard Truth. Und das zweite ist, bisher hat Hard Truth nur Rye auf den Markt gebracht. Immer Sweet Mash, genau wie bei Peerless, genau wie bei dem Wilderness Trail. Und die haben jetzt einen Bourbon. Und das ist absolut cool. Und schauen wir mal, welche Zusammenarbeit möglich ist mit USA und Deutschland eben eines Tages da bei Hard Truth. Die zweite Abfüllung, was es gab, wo es auch schon in manche Gruppen ging, denn da war, es gab eine Pressemitteilung dazu. Heaven Hill Heritage Collection, die kommen nie nach Deutschland oder nach Europa. Es gab ein 18 Jahre alte Kentucky Straight Bourbon mit 60%. Wir haben das Standard Mashbill, 78% Mais, 12% gemälzte Gerste, 10% Roggen. Es gab davon insgesamt 133 Fässern und eine Flasche von Heaven Hill 18 Jahre Bourbon kostet $300. Falls man die irgendwie bekommt, denn ich glaube, die sind alle weg und auch sogar die Whisky-Tuber, die ich kenne in Amerika, haben das noch nicht mal zum großen Teil gekriegt. Da muss man schon Special Connections haben. Genau. Und dann zu einer Marke, von der wir noch nicht so viel gehört haben: 13th Colony, Cask Strength, 15th Year Anniversary. Das sagt uns schon, dass das vor 15 Jahren gegründet wurde, also noch eine recht junge Destillerie ist. 13th Colony, die 13. gegründete Kolonie war Georgia. Sehr gut. Und dort sind die auch, ne? Das ist ja von dort dann. 69,2% Alkoholgehalt und für $200. Ja. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, in Amerika, jeder, der 13 Colony gerade der Double Oak bekommt, schwärmt das für der beste Whisky ihres Lebens. Und deshalb haben wir es, glaube ich, noch nie hier erwähnt. 13 Colony, ich schaffe es jetzt nicht, nach Georgia auch noch hinzukommen, jetzt im Sommer. Vielleicht werde ich es eines Tages dann schaffen, aber die Menschen in Amerika sind von 13 Colony, zumindest meine Whisky-Tuber-Freunde, hoch erfreut über diese Brennerei und sehr begeistert. Ja, wäre schön, wenn da mal ein bisschen was rüber schwappt zu uns. Sonst muss man selbst importieren, so heißt das, ja? Genau. Einfach kaufen und so drauf bezahlen und dann Versand. Ja. Dann etwas, was wir aber schon oft gehört haben jetzt von Jim Beam, nämlich Booker's, die 2024-01 Batch, Springfield Batch genannt. 63,9% hat das Ganze.
Und wie inzwischen ja auch üblich, UVP in den USA so $100. Ja. Manchmal, wenn man Glück hat, kann man das in der Control State für $80 finden, aber und wir beschweren uns, dass es €80 kostet, weißt Ja, mal sehen, aber ob es 80 Euro kostet, wenn das nochmal rüberkommt. Das stimmt, das könnte auch so sein, wer weiß. Ja. Gut, ein bisschen News. Also, wer jetzt hier plant für den Herbst, kann jetzt schon Tickets für das Kentucky Bourbon Festival kaufen. Die gibt der Kartenverkauf beginnt am 17. April. Also, ihr könnt das jetzt in der Zukunft machen. Wir haben vier verschiedene VIP-Pakete. Man hat Wochenende-Tickets. Man hat auch den Zugang nur am Sonntag. Der Kentucky Bourbon Festival 2024 findet statt vom 13. bis 15. September in Bardstown, Kentucky, der Bourbon-Hauptstadt der Welt. Und es bringt Bourbon-Enthusiasten zusammen. Ich habe eine Statistik gelesen, 85 von allen Teilnehmern bei der Kentucky Bourbon Festival kommen nicht aus dem Bereich, sie sind weiter weg aus 30 Meilen, 50 Kilometer entfernt von Bardstown. Also das fand ich echt, 85% reisen dorthin und brauchen eine Unterkunft. Also schön. Also Ja. es lohnt sich jetzt schon zu überlegen, ob man dabei ist im September. Es ist ein Fest der. Die Videos, die ich dieses Jahr gesehen habe, wenn das Wetter mitspielt, ist das eine Wonne. Ja, du bezahlst einmal und kriegst überall kostenlos ausgeschenkte Drams. So, anders als in Deutschland auf der Messe. Ja. Ja, wunderbar. Und das war's Das jetzt für war's. diesen Monat. Und Ja. ja, nächsten Monat haben wir natürlich auch wieder ein sehr, sehr, sehr interessantes, spannendes Thema. Wir werden mal wieder ein bisschen technischer, theoretischer, wir haben wie, ja, genau. Nerdy, geeky, fachwissend. Wir sprechen über einige Besonderheiten von Bourbon oder also generell amerikanischem Whisky und der Produktion, gewissen Eigenschaften, Begriffen in der Produktion, über die man auch nicht so oft redet, die aber durchaus lohnen betrachtet zu werden und auch durchaus eine Geschmackswirkung haben. Also sowas wie zum Beispiel Barrel Entry Proof, die Alkoholstärke, mit der ein Destillat ins Fass kommt vor der Reifung, ne? Oder sowas wie Kühlfiltration, Hat sehr viel Läutern. Auswirkungen auf den Ja, Geschmack übrigens. genau. Auch bei Bourbon ist es gewollt manchmal, weil es weniger holzig wird, aber Ja. da nehme ich schon was vom nächsten Monat schon Genau. hinweg. Ja. Und He die Hefe natürlich, Hefestängel und so weiter. Ne? Vielleicht auch Sweet Mash, Sour Mash, solche Unterschiede. Ja, über all diese Dinge werden wir sprechen. Mein Bauchgefühl sagt jetzt schon, das werden wir wahrscheinlich auf zwei Folgen aufteilen müssen. Wenn ich anfange, nerdy zu werden, das kann ein bisschen mehr Zeit Ja. brauchen, dass wir alles erklärt haben. So, schauen wir mal. Genau, aber ist ja auch nicht verkehrt, wenn das eine dann auf dem anderen aufbaut. Ja. Okay, ja, dann, ne? Ich freue mich schon drauf und ja, bis zum nächsten Mal. Schaltet alle wieder ein und so weiter hier bei Bourbon News Deutschland. Genau. Und falls ich oder falls wir irgendwelche Abfüllungen nicht mitbekommen habe, immer einfach ein E-Mail rüberschicken zu mir, Whiskey Jason, oder dann dort bei Bourbon News Deutschland gmail.com. Da würden wir gerne von euch hören. Und falls ihr eine Idee habt für eine Folge, wo ihr sagt, hey, da hätte ich mehr Informationen dazu, bin ich auch gerne bereit, euer Thema mal hier auch denn zu haben. Ich habe eine lange Liste von verschiedenen Themen, die wir durchnehmen werden eines Tages. Aber vielleicht ist etwas, was euch mehr interessiert, als was ich so ausgedacht habe. Kai, es macht immer wieder Spaß, mit dir dabei zu sein. Und vielen, vielen Dank dafür, dass wir schon zum 31. Mal dieses Format hier miteinander wuppen konnten. Alles Gute euch da draußen. Whiskey Jason, ciao. Ciao.